Moin Moin zu einer neuen Folge von den Testoleros und willkommen zum zweiten Teil auf den, was soll ich sagen, Schrottplatz. Und zwar geht es um ein Messer von Herbert. Gibt es auch bei Amazon. Ein Link unten in der Beschreibung. Also ich habe jetzt damit 2 Wochen gearbeitet, ungefähr, und habe damit wirklich nur geschnitzt, entastet und leichte Hackarbeiten gemacht. Und was ist passiert heute? Mir ist diese Klinge um die Ohren geflogen. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert. Aber man muss sich das mal vorstellen. Also Outdoor-Messer, das steckt dann im Prinzip so drinne. So hier. Hier ist normalerweise, hier ist ja ein Loch. So, und ja, wenn da ein Loch ist, gehört ja was da durch, ne? Damit es festhält. Aber wenn ich hier so reingucke, und ich habe da reingeguckt, sehe ich gar nichts. Es hat für mich den Anschein, als wenn das wirklich bloß reingesteckt ist und vielleicht mit irgendeinem Billigkleber verklebt wurde. Und das war's. Im schlimmsten Falle wirklich bloß reingesteckt, fertig. Ja, also normalerweise, wenn hier ein Loch ist, gehört das vernietet etc., verschraubt, wie auch immer. Ja, das ist Schrott. Kann man nicht anders sagen. Das kann man total vergessen. Was man hier noch hat, soll wohl ein Glasbrecher sein. Ich habe auch erst überlegt, da mal probieren raufzuhauen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Wäre mir wahrscheinlich gleich alles um die Ohren geflogen. Wie gesagt, dieses Herberts Messer. €11, 11,50. Spart euch das Geld. Schrott. Vergisst es. Kauft lieber was Vernünftiges, nehmt ein paar Euro mehr in die Hand oder holt euch für 15 Euro ein Mora. Keine Ahnung, was ihr vorhabt, wofür ihr das Messer braucht, aber zum Beispiel ein Mora-Messer zum Schnitzen ist top, ja, und kostet auch 10, 15 Euro. Ja, und das Messer ist auf jeden Fall das Geld wert und nicht das hier. Gut, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch weiterhelfen konnte, mit sowas nicht eure Zeit zu verschwenden und euer Geld zu verschwenden. Ja. Okay, wie auch immer, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, Erfahrungen, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.